Oh. Oh. Ich glaube, das ist nicht so gut, was hier gerade passiert. Okay, wir verlegen das, wir vertagen das mal. Wir vertagen das einfach mal. Macht das bitte auch noch 7 und das noch 7 und die ganzen auf 8. So, und die Deodorizer können wir mal auf 7 packen. Deodorizer. Deodorizer. Muss mir auch langsam überlegen, ob ich nicht eine zweite Toilette brauche. Jetzt soll er aufhören zum Essen, würde ich mal sagen, oder? Pixel Gamer ist ja voll am Arbeiten. Super geil am Arbeiten. Bam, 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 da, da. 32%. Wuseline hat Stress. Bin ich noch da? Ist schon wieder gegangen. Einfach gegangen. Und der Ben auch. Wieso gehen die denn einfach ohne was zu sagen? Ich gebe mich nochmal den Kolonisten. Einfach gehen. Könnt's mir ja sagen. Bin nicht beleidigt. So, wir prüfen das. Wir checken das nochmal. Passt. Deko. Deko. Check. Passt. Keime. Keime haben wir keine. Hahaha. So, hier haben wir Keime. Da haben wir keine Keime. Oh, da haben wir keine Keime mehr. Keine Keime. Keine Keime. Okay, wenn da keine Keime drin sind. KKKKK. Keine Keime sind. Xentor Antarix. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Das heißt, ich muss das erstmal wieder abrupfen, damit ich hier. Ich muss das beides abreißen. Leider. Mach das weg. Mach das weg. Genau. Jetzt nochmal zubauen. Rums, den mit dem hier verbinden. Das Ganze jetzt schnell auf Prio 9 machen, weil sonst können sie wieder nicht aufs Klo. Und dann erfreuen wir uns, wenn der Flüssigkeitswärmer endlich fertig gebaut wird. Kommen die da nicht hin? Ah, okay. Was braucht er? Kabel und Flüssigkeit. Das kann man. Das kann ich gewährleisten. So, was ist. Das ist eben mein. Das ist eben mein Stromkandidat. Damit ich hier zumindest mal ein bisschen den Kram hier wegkriege. Dann brauche ich Wasser. Was wir ja auch haben. Und zwar. Wasser rein. Wasser raus. So. Und auf 7, 7, 7. Alles auf 7. Außer die. Die gehen auf 8. Okay. Viele Bauprojekte gleichzeitig. Ich komme halt einfach nicht dazu, irgendwie noch einen zweiten Sauerstoffraum zu machen. Ich komme halt einfach nicht dazu. Da braucht sich eigentlich das Chlor mal. Also der Bleistein, wenn ich den hier eigentlich liegen lasse. Wird das weniger an Bleistein? Ich glaube schon, es müsste weniger werden. Tja, der kann, der kann. Wie besser ist das hier? Wer möchte denn jetzt eigentlich hier rein? Heinz, möchtest du da rein? Oder soll ich mich selber? Soll ich mich opfern? Soll ich mich der Nein, 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 nein. Soll ich mich der Wissenschaft... Untersuchen. Logfragment wiederhergestellt. Faszinierend, dass Erinnerungen nicht bereits inhärent von unseren Subjekten sind. Aber keiner hat bisher Anzeichen von Erinnerung gezeigt, wenn er an verdrehte Reize herangeführt wird. Siehe Experiment 7D, siehe Experiment 7F. Erinnerungen müssen physisch in das Gehirn unserer Probanden eingebettet sein. Es bleibt noch so die Frage, wie man... Oh. Mann, ey, geh. Geh, 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 geh. Ich will das verschmutzte Wasser auch irgendwie weg haben. Aber da sind auch keine Keime drin, deswegen ist mir egal. So. Der Chlorstein bleibt ewig liegen. Okay, dann ist das in Ordnung. Dann wird hier alles keimfrei gemacht. Ah, es funktioniert! Ja!
Tja. Tja. Keimfrei, keimfrei, keimfrei. Das ist hier Wasser. Goldamalgam. Wieso habe ich hier echt ständig Wasser, das mir raussifft? Wo kommt das Wasser her? Kommt es, schwappt es hier irgendwie über oder wo kommt es her? Tropft es vielleicht? Tropft das? Ah. Das Wasser tropft hier runter? Wirklich? Krank. Wahrscheinlich, weil es warm ist, oder? Wegen meiner Leitung, meiner Zuleitung. Okay, wir machen nochmal einen Check. Wir haben genügend Kohle, ja. Wir haben genügend Algen noch. Landwirtschaft ist super. Wir haben auch wieder genügend Essen. Wir haben auch einen übelst wahnwitzigen... Braucht der 35 bis 85 Grad. Braucht sonst noch irgendwas so warm? Fingerhutschiff. 21 bis 36, 9. Jetzt kann ich Pinscher Pfeffer hier nicht reinpacken, weil es hier zu warm ist. nicht warm genug ist. Mann. Mann, 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 Mann. Was ist zu lang? Die vom Eis sind zu lang? Wie zu lang? Niemals. Kühlen wunderbar ab. Ich meine, mir ist durchaus klar, dass ich dann irgendwann, wenn das 9 Grad erreicht hat oder so, dann muss ich hier definitiv nochmal einen Schalter reinbauen. Nüsse. So, jetzt reicht's. Na egal. So, Essen, Nahrung, 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 Nahrung. Und wir können... Wir können jetzt was bauen. Ja, ja, bau ein Ventil rein. Bam, bam, bam. Hydmosensor, Atmosensor und Thermosensor. Bam, bam, bam. Hier, das ist mein Thema. Ich möchte sie anhand der Temperatur regeln. Wird das jetzt keimfrei? Schafft er überhaupt, das zu erwärmen? Ja, es wird wärmer. Ein Handventil? Niemals. Niemals. Sowas kommt mir nicht. Sowas kommt nicht in die Tüte. Das sehe ich gar nicht an. So, Fingerhutschilf. Wir haben einen Fingerhutschilfsamen. Einen. Wieso habe ich es eigentlich wieder so groß gebaut? Warum? Der braucht verschmutztes Wasser. Wirklich. Wirklich. Dann sollen sie es hier rausnehmen. Ist mir egal. Ganz ehrlich. Das ist mir dann egal. Dann sollen sie irgendwo verschmutztes Wasser hernehmen. Das ist mir jetzt sowas egal. Ah, ich weiß schon, dass er verkeimt ist. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ist alles verkeimt. Ah, aber das ist mir egal. Wird schon nicht so schlimm sein. Und was haben wir hier noch? Wir haben ja auch irgendwas. Die Rutschstange. Die Frage ist, wo können wir denn eine Rutschstange hinbauen? Eigentlich müsste ich hier eine Rutschstange runterbauen. Könnten wir auch, oder? Nee, können wir nicht. Doch, können wir schon. Wir können hier durchbauen. Wir bauen... Aber kann ich, wenn ich eine Rutschstange habe, kann ich dann noch drüber gehen? Das Wasser wird zu warm sein für meine Pflanzen? Ach, leck mich doch. Und sonst irgendwo anders. Dann mach mich wahnsinnig. Ja, ja, ich weiß schon wie eine Leiter. Ach so, die können dann einfach weitergehen, okay. Da habe ich verschmutztes Wasser und zwar genug. Ich Idiot, habe die Goldamalgampumpe hier nicht reingebaut. Fuck. Ich brauche hier ja die Goldamalgampumpe, sonst geht die immer kaputt. Ach, shit, ey. Na komm. Wie lange wird das noch nicht dauern? So, habe ich da jetzt Schilf drin? Ja. Ich hätte gerne noch mehr. Wieso habe ich nicht noch mehr Schilf?
Oh. Oh. Ich glaube, das ist nicht so gut, was hier gerade passiert. Gene verwürfelt. Die genetische Zusammensetzung. Neutrale Oszillation beendet. Wahnsinn, das Hirn von Bohm vibriert immer noch, aber es hat sich nie besser angefühlt. Bohm hat die Eigenschaft sonniges Gemüt erhalten. Dieser Duplikant hat einen unerschütterlich optimistischen Blick auf das Leben. Oh! Geil! Cool! Cool, 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 cool. Okay, da könnten sich die Keime verbreiten. Ich glaube, einer reicht hier auch nicht, oder? Habe ich hier noch verschmutzten Sauerstoff hier oben? Nö. Ist noch, hier ist verschmutzter Sauerstoff. Fuck, ey, ich brauche hier nochmal was. Ich brauche hier nochmal so ein Deodorizer-Dingens-Dongens. Man kann die Maschine nur einmal verwenden. Das ist natürlich ätzend. Du sollst dich schon wieder spoilern. Mensch. Keine Aufladung mehr. Schade. Hing hier schon wieder fest. Ja, und da, um darauf zu kommen, muss ich natürlich selbstverständlich wieder. Ah, natürlich. So. Ich will das selbst erfahren, dass ich diesen Funktionshinweis habe, weißt du? Sonst macht es für mich keinen Sinn, das Spiel zu spielen, wenn ich immer alles vorher weiß. Ich muss selbst in meine Fallstricke laufen. Ich muss selbst es verbaseln, weil sonst kriege ich das nicht hin. Nervlich. Mental, weißt schon. Eine Bewässerung. Farm nicht funktionstüchtig. Körpertemperatur. 21 Grad. Und hier hat es wie viel? 23 Grad. Passt doch. Die Temperatur dieser Pflanze hat 21,2 Grad. Was? Lügensumpf. Hier ist doch warm. Nö, der Fingerhutschiff ist kalt. Mann, ey, ich krieg's nicht hin. Dann baue ich ihn halt hier hin. Das ist mir egal. Ich komme echt nicht dazu. Ich komme echt nicht dazu, hier irgendwas zu machen. Mensch. Das war jetzt zu kalt, oder? 13 Grad. Geht schon. Es kühlt ja auch wieder ab. Mann, ey. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Wie kriege ich das einigermaßen kalt jetzt hin? Oder warm hin? Um da Wasser reinzujagen? Deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch nicht. Weil das Wasser wahrscheinlich zu kalt ist. Die könnte ich auch machen, ja, aber dann muss ich das wieder steuern mit Gas. Ich arbeite lieber mit Flüssigkeiten als mit Gas. Frag mich bitte nicht warum. Ich könnte theoretisch. Geht das? Wenn ich das. So. Einen Moment. Einen Moment kurz. Yo. Ja, meine Mutter.
Die Mama war's. Hab vergessen, ihr zu schreiben, wie groß unser Sohn ist. Weil eventuell kriegt er nämlich einen Tret-Bulldog. Einen Tret-Traktor. Um zu treten. Ja, mal gucken, ob mir das gefällt. So, jetzt aber, bevor ich... Ich habe schon wieder Nahrungsmangel. Was ist denn? Heilige Mama, jetzt reicht's mir hier. Aber was brauchst du? Atmosphäre-Chlor. Was? Balsam-Linienblume. Chlor? Was? Die wächst nur im Chlor? Ich brauche ein Chlor-Treibhaus? Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Das führt nicht zu Stau. Das haben wir schon geklärt heute. Das führt nicht zu Stau. Solange Wasser drin ist, ist ja okay. Theoretisch könnte es auch hier rumlaufen und da rein. Das ist egal. Aber das läuft auf jeden Fall. Das läuft definitiv da rein. Was wollte ich machen? Ich wollte jetzt gucken. Flüssigkeit. Okay, das wird gebaut. Check. Ich wollte mich um Essen kümmern. Richtig. Ich pflanze jetzt hier einfach einen Mehlholzsamen an. Und ich habe ja gelernt. Ich wollte ja hier oben eigentlich Pinscherpfeffer anpflanzen, aber ich kann glaube ich den nicht verkehrt rum anpflanzen. Es geht glaube ich nur mit Pinscherpfeffer. Okay, gut. So. Oh, coole Musik. Chlor. Chlor wie Chlorsbrühe. Ahaha. Okay. Also pass mal auf. Wo ich mich jetzt definitiv erstmal hingrabe. Dann. Nachher. ich muss hier rauf, ja. Ich brauche. Hier ist so viel Hydrogen. Diesen ganzen Hydrogen kann ich verwenden. Das heißt, ich brauche oben dringend eine Pumpe. Pumpe. Nee. Falsches Spiel. Ich habe 10.000 Gold einmal gehabt. 14.000 Kupfer. Oh, wieso habe ich denn so viel Zeug? Wahrscheinlich, weil ich ständig ausbaue wie ein Depp. Gaspumpe aus Kupfer. Baue sie halt einmal richtig hin. Boom. Ey, Mann. Oh, die Musik ist voll geil. Guck mal an. Okay, das ist das nächste, was ich hier machen werde. Ich bin ja jetzt hier endlich fertig. Damit. Nur ein bisschen. Ich reiße das nochmal schnell ab, baue mir hier eine Luftschleusentür hin. Aus Kupfer jetzt. Ich möchte das hier zubauen. Das geht aber nur, wenn ich hier eine Gaspumpe drin habe, denn ich muss irgendwie das Chlor rauspacken. So, wir schauen jetzt nochmal nach, was diese Basalmilien. Keine Samen ausgewählt, ja, ist mir egal. Mir egal. Wachstum gestoppt, Atmosphäre. Oh, fuck. Fuck. Kommt da gar kein Sauerstoff runter, ne? Dann mache ich ausnahmsweise nochmal so ein Algendeoxy. Ihr wisst schon hin. So. Okay. Eins nacheinander machen. Nicht alles auf einmal. Wir haben Wasserprobleme. Wir haben Stromprobleme. Nein, wir haben keine Stromprobleme. Ist nur abgeschaltet. Wir haben Wasser. Ich müsste das Wasser außen rumleiten. Ich meine, das hat 53 Grad. Das jage ich jetzt mit Sicherheit nicht in diesen Kreislauf rein. Macht keinen Sinn. Okay.
Ich meine, O2-Erzeuger schon stehen? Ja, aber der wandelt ja nur CO2 in Sauerstoff um. Und der Druck wird deswegen trotzdem nicht höher. Und es geht ja hier um die Atmosphäre. Ach nee, es geht um Chlor. Okay. Okay, es geht um Chlor. Okay. Gut, es ist Chlor hier. Okay. Überhaupt noch CO2? Nein. Nein, es ist kein CO2 mehr hier. Okay, gut. Kein CO2 mehr hier. Bedeutet, der CO2-Säuberer schon, aber der Luftreiniger. Der Luftreiniger filtert nur Kohlenstoffdioxid raus, also CO2 raus. Und mein Sauerstoff. Oder? Nee, stimmt, der nimmt's nur raus. Stimmt. Stimmt, der nimmt's nur raus. Aber ist egal, der muss trotzdem weg. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es könnte sein. Ich brauche jetzt erstmal, das Chlor muss hier weg. So, Gaspumpe. Wobei. Das Chlor muss hier nicht weg. Ich könnte hier die Lilien hinpacken. Das erste. Das ist eine gute Idee. Auch wenn die nicht kontinuierlich laufen werden. Aber. Wie geht das nicht? Kann ich das nicht bauen? Auch weil da die Leiter steht. Ja, okay, dann Pech gehabt. So. Das heißt, ich pack da jetzt die Linien hin. Komm, hau weg. Weg das Zeug. Zack. Zack. Und. Zack. So. Wenn hier Chlor ist, nutze ich das doch gleich mal aus. Jetzt. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, ja? Immer mit der Ruhe. Wenn ich da Chlor haben will. Ja, dann kriege ich da auch Chlor. Mann, ich verzettel mich hier bei dieser Scheißarbeit hier, anstatt dass ich mir mal um wichtige Sachen kümmern würde, wie zum Beispiel Wasser. Mann. Aber das ist so cool, sich mit so einem kleinen Scheiß zu beschäftigen. Stundenlang. Stundenlang irgendeinen kleinen Mist bauen. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Und jetzt pass auf. Wir machen nämlich jetzt eine Gaspumpe. Kann ich die da nicht hinbauen? Scheiß drauf, dann machen wir das auch nochmal weg. Ja, ja, ich pumpe hier Chlor rein. Ich mach das. Ich pumpe hier Chlor rein. Und ich baue hier einen Filter rein. Und der Filter haut das ganze Chlor erstmal wieder zurück. Müsste funktionieren, theoretisch. Mein Chlor sammelt sich eh unten. Also, wozu? Brauche ich mir gar keinen Stress machen. Worst Case verteilt sich hier und läuft hier ein bisschen runter und da dann rein. So, was mache ich jetzt mit dieser Flüssigkeit? Das wollte ich auch machen. Flüssigkeitspumpe. So. Das ist natürlich jetzt hinfällig. Ja, natürlich. Deswegen ist jetzt wieder Wasser blockiert. Ja, ja, ja. Ich weiß es ja. Ich weiß es ja. Weil die Leitung nicht durchgehend ist. Nee, dass ihr immer recht haben müsst. Dass ihr immer recht haben müsst mit eurem Scheiß. Dass ihr immer recht haben müsst. So. Flüssigkeitsbrücke. Mach sie halt weg jetzt. Es kommt ganz darauf an, wie viel Chlor ich da reinpacke. Das kommt ganz darauf an. Das kommt tatsächlich ganz darauf an. Ich meine, wenn ich's voll reinpumpe, ja, Vollgas, dann ist da so viel Chlor drin, dass es rausgepresst wird.
Deswegen, ich meine, es macht schon Sinn, du hast schon recht. Ja, ich werde es auch machen. Gerade für das kleine Klo in Anführungszeichen macht Sinn. Aber ja. Was auf Flüssigkeitsbrücke. Rohr. Nu? Wieso habe ich ständig Nahrungsmangel? Hier ist alles voll. 360 mm. Ich brauche einen zweiten Mikrobenmatcher. So sieht es nämlich aus. Ich brauche einen zweiten Mikrobenmatcher. Werde ich meinen Düngerraum umbauen? Muss ich meinen Düngerraum hier reinbauen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, das muss ich machen. Wer ist denn eigentlich noch alles da? Ich sehe 7 Zuschauer. Und nur Heinz und Xenton beteiligen sich. Was ist los? Sokoda, Kimbli, Pixel Gamer. Genießen ist auch okay. Klar, kein Problem. Wenn ihr wollt.